Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles, hier bei Explorer RP. Mit dabei der Dark, der Kranke. Ja. Wir haben... Was haben wir gemacht? Der Dark hat Häusle gebaut. Wird natürlich größer noch mit der Zeit. Da drüben die Nachbarschaft. Die macht aber nichts. Da ist dem Dark sein Altar. Und ich habe meinen eigenen hier für Jock. Dafür müsste ich aber unverdorbenes Menschenfleisch haben. Ich weiß nicht, wo wir es herkriegen. Nicht, dass wir es nur aus dem PvP kriegen. Nein, du kriegst das ganz normale Menschenfleisch. Das legst du da rein. Das verwandelst du dann in... Nee, das hat nicht funktioniert. Er sagt, ich brauche gereinigtes Menschenfleisch. Okay, dann kriegst du das vielleicht nur von speziellen Gegnern. Ja. Ich hau dir die Pläte platt. PP. Wehrst du dich auch? Der will nicht sterben. Oh, jetzt. Leiche tot. Wieso kriege ich da nie Loot raus? Low-Level Mobs kriegt nie Loot dabei haben. Siehst du, wir kriegen nur normales Menschenfleisch. Guten Tag. Nein, werde ich bitte nicht. Ich habe keine Zeit. Du sollst dich nicht wehren. Danke. Okay, wir probieren es nochmal, aber ich meine, das funzt nicht. So, wir gehen zu unserem Altar. Öffnen. Menschenfleisch reinlegen in die Mitte. So, jetzt müsste ich ja hier Rezept Purified Flesh. Ne, macht er nicht. Ja. Rituell unbeflecktes Menschenfleisch braucht er dafür. Was ist das? Auch Menschenfleisch. Okay, dann können wir erstmal nichts machen. So, Darky Boy, sag mir was. Was steht an? Ja, im Prinzip eigentlich nur leveln. Bist du das, der da am Strand steht? Nee, ne? Ist das ein Nein, ich bin bei uns in der Base. Ist das ein NPC? Ah ja, er baut gerade. Das Schnuckelchen baut. Also wenn es weiter so geht, entwickelt sich hier wirklich noch ein Dorf. Wir haben jetzt auf unserer Seite eine Hütte. Hier baut einer zwei, da hinten drei. Da ist vier. Gut, dann weiß ich nicht, dann kloppen wir noch ein bisschen Holz. Um Metall einzuschmelzen, bräuchten wir doch bestimmt einen Ofen oder sowas, ne? Mhm. Den können wir wahrscheinlich noch nicht lernen, ne? So, dann sammeln wir noch ein paar Äste, ein paar Steine. Damit wir unsere Waffen wieder reparieren können und dann werden wir mal... womit level ich denn am besten? Mit Töten oder mit... Wahrscheinlich mit Töten. Ja. Gut, die NPCs scheinen wohl nicht so viel zu bringen. Versuchen wir uns mal an den Viechern. Reichen. Dann wollen wir die Axt mal eben reparieren. Repair. Ah, ich wollte die Kiste bauen, deswegen. 100 Holz. 36. Da fehlt noch ein bisschen Holz. Und Zwirn. Okay, dann kloppen wir noch Holz und Zwirn. Brauchen wir ein bisschen Platz zum Lagern. Was? Hm?
Oben ist ein nackter Spieler. Ein Nackedei! Ja, wir spielen auf einem PvE-Server. Wer vielleicht jetzt gerade erst einschaltet und die vorigen Folgen nicht gesehen hat, weil wir das Spiel erstmal in Ruhe erkunden wollen. Vielleicht werden wir dann später im Livestream auf einem PvP-Server spielen. Wo ich sagen muss, es ist ganz gut, weil auf dem Weg hierhin haben schon mehrere versucht, uns zu killen, wo es ja nicht geht, da wir auf dem PvE-Server spielen. So, Holz müssen wir genug haben, dann müssen wir jetzt noch Fiber, also Pflanzenfasern. Ja, der Leck ist blöd, gerade wenn du NPCs oder so angreift, das ist schade. Da ruckelt das wie Hulle. Aber ich denke, wir werden sie schnell in den Griff kriegen. It's a laggy garbage game. It's not offiziell Servers too. Und auf einem offiziellen Server. Hm? Keine Ahnung. Also PvP stelle ich mir hardcore vor, ey. Du drehst dich ja jede 2 Sekunden um, ey. Das ist ja wie bei Ark dann. Hm. Ne? Nimmst du nichts? So, reicht das schon, um Zwirn herzustellen? Wir brauchen Zwirn, ne? Ja. Ja. Schwupps, 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 schwupps. Reittiere oder sowas soll es ja schon nicht geben, ne? Oder? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. So. La Box ah, fertig. Dann komme ich mal zurück. Wir müssen wieder trinken. Wir kriegen Besuch. Wo ist er? Okay, jetzt weiß ich zumindest, dass wir am Ende der Karte sind. So, die Box setze ich mal. Oh, die ist aber überschaubar. Ja, ist nicht groß. Setze ich mal hier hin. Setze ich mal hier hin. So. Gut, können wir da irgendwas schon. Ja, das können wir, weiß ich nicht, das tun wir mal da rein. Kannst du im Prinzip alles aus der Werkbank übertragen? Alles aus der Werkbank übertragen. Ja, ich wollte eigentlich in der Werkbank den wichtigen Stuff lassen und ja, oder so, ja. Ne? So, das halt mal, das halt mal. Äste kann man noch reintun. Menschenfleisch kommt eher da rein. Hier haben wir einen Trinkbeutel. Die Tunikas kann man da reintun. Die Samen kann man da reintun. Tierhaut kommt hier rein. Kurze süße, Entschuldigung. Was? Muss die Kiste? Ich wollte gerade sagen. Nein, ich will nichts schreiben. Ich wollte nur husten. Ja. Tun wir die Samen mal rein. Die werden auch einen Sinn haben. Irgendwann mal. So. Gut. Prima. Kann man reparieren? Wahrscheinlich eher nicht. Oder? Doch, kann man. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen kloppen. Ich glaube, da hinten sind wieder NPCs gespawnt. Aber ich glaube, wir müssen vorher noch was trinken. Was zum Teufel bist du? Ducky Boy macht wieder seine eigene Erkundungstour. Kann man unter Wasser eigentlich irgendwas machen?
Atemluft geht aber schnell weg. So. Da hinten läuft einer. Wo habe ich denn gerade einen NPC gesehen? Da steht einer. Zwei. Bist du das? Nein. Mutti. Ja, lassen wir ihm das. Ich habe ganz komische Viecher gefunden. Wird ruhig ein bisschen gegangen. Hier ist ein ganzes Lager. Oder NPCs. Ich kill mal die normalen Viecher hier, die vierbeinigen Ottos. Wie gesagt, wir brauchen noch Tierknochen. Zerlegt er die jetzt da? Ja. Da ist wieder einer. So. Komm mal her, du Hans. KMI ist Burner. Kann man die looten? Schmackhaftes Tierfleisch. Aha. Wir schauen uns mal ein bisschen weiter um. Obwohl, wir kommen in die Richtung gehen, da laufen die meisten Fische rum. Ruckel die Kuh, Blut ist im Schuh. Kommt der nächste Hans. Nicht weggehen, bleib mal schön hier. Was denn? Ah, die wehren sich aber nicht. Aua! Okay, wollen sich doch. Na toll, wir kriegen alles, nur keine Knochen. Was ist denn das für ein Gebilde da oben? So. Bleib mal stehen, Kollege, ich komme jetzt zu dir. Ach, da hinten kommt wieder so ein... Keine Ahnung. Oh. Du bist hässlich. Und tot. Ja, der gibt Knochen. Und Wildfleisch. Und Wildfleisch. Und Knochen. Und Knochen. Und Tierhaut. Und Wildfleisch. Und Knochen. Oh, noch eine Hütte. Hält die Axt halt noch aus? Ich hoffe doch. Aua. Ja, man kann ja mit Schild locken, aber ich glaube, das ist, kann man sparen. Was? Du gehst zu deinem Freund. Aua. Reparieren. Sehr schön. Nein. Knochen. Ist der schon despawned? Was bist du denn? Oh, ein Baby.
Schildkrötengedöns. Die kannst du ganz leicht kaputt kloppen. Zwei Schläge oder so. Muss ich das? Nö. Nö. Also ich bereite halt jetzt... Ein Hasi! Ich weiß gerade bei einer gegnerischen Basis, NPC-Basis, hab ein paar Typen getötet und ein bisschen Loot geholt. Wieso kriegst du immer Loot? In Lootkisten. Ja. Hasi ist mit One-Hit-Down. Hasi gibt kein Fleisch, aber doch jetzt. Man kann sagen, müsste aber eigentlich. Oh Gott. Der Explorer. Was ist das hier? Ist die Karte hier eventuell noch gesperrt? Ja, da gibt es einen bestimmten Bereich, der ist zu. Ja, ich glaube, da stehe ich gerade vor. Ist jemand da? Can touch this. Du. Ja, der Gag ist alt. Gut. Also ich habe erbeutet, gut, dadurch, dass ich natürlich die Menschen geschlachtet habe, 40 Menschenfleisch, was uns nicht wirklich was bringt, 11 Eisensteine, 20 Holz, 9 Schwefel, 29 Schwefel und 54 Flößen Faser. Was hat hier ein NPC? Dein, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich dadurch Level abkomme, aber nö. Ah! Aua! Du hast von mir eine neue Fräse verpasst, Kollege. Okay. So, hier steht eine Kiste. Kann man die looten? Ja, ist aber nichts drin. Ja, ist gut. Mach mal aus hier den Kram. Wir kriegen mich gerade besucht. Wer bist du? Guten Tag. Hallo? 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 Er hat nichts, okay. Gut. Wie viel Knochen brauchte ich? Was habe ich gesagt? Weiß auch nicht mehr, ne? Aber ich glaube, ich komme mal zurück. Ich meine, wir hätten jetzt genug. Also ich hätte genug. Du hast immer genug von allem. Ruckel. Da ist wieder so ein... Den nehmen wir uns mit. Die sind ja ziemlich aggro, die Freunde hier. Wohin? Alter. Ja, was ist noch ein gutes Stuff rausgekriegt? Du bleibst mal da. So, vielleicht sollten wir jetzt genug haben. Okay. Was denn? Achso, die sind sich am Prügeln. Gut, wir lunchen mal eben, was wir da jetzt für dieses Schwert brauchen. Vielleicht kriegen wir das Fleisch nur, wenn wir die mit diesem Schwert töten. Kann das sein? Das könnte natürlich sein. So, 30 Knochen, die habe ich. Ich sag mir nicht, es fehlen 5 Äste. Nee, habe ich doch auch. So, wenn dann auch welche genug in der Basis. Ja, aber ich verstehe nicht, wieso muss ich das, muss ich das jetzt hier reintun? Ja. So.
Wir bauen ein Hackmesser. Jetzt bin ich mal gespannt. Hackmesser. Jetzt ist auch noch düster. Okay, wir machen erstmal Taschen leer, hauen ein paar Steaks ins Feuer. Guten Tag. Guten Tag. Wir brauchen eine Mod, die automatisch die Türen zumacht. Die fehlt mir. Ich frag mich, wie man hier das alles handeln soll. Das ist doch... So. Okay, dann lassen wir ihn lunchen. Was haben wir jetzt hier drin? Tierhaut. Dann kommt hier neue Tierhaut. Menschenfleisch, nein. Schieferrücken-Ei können wir da unten rein tun. Wildfleisch können wir da unten rein tun. Gammelfleisch kann da unten rein. Knochen kommen hier rein. Äste behalten wir. So, oh. I think that's full. Mhm. Da ist übrigens noch ein Wasserschlauch für mich drin. Ein zweiter. Okay, dann tun wir dafür die Eier. Ich nehme. Futter alle. Und sowas kannst du hier reinschmeißen ins Lagerfeuer, ne? Ja, hab ich schon. Oh je. Das ist mehr als wir brauchen. Schienbär. Ja, blöd ist halt, dass das vergammelt, ne? Ja. Das ist echt kacke. Ich nehme mir mal 7 Steaks raus. Mach ich, ich bin voll. Und bei beiden bin ich blau. Was? Du bist blau? Wo hast du den Alkohol her? Wo hast du den Alkohol her? Das ist mein... Ich nehme Bronchikulis nicht. Da ist so viel Alkohol drin. Da trinke ich immer hüterweise. Hallo. Okay, dann... Krank und so. Müssen wir... Ja, ist ja gut. ja, wir machen Cut. Wir sind bei 22 Minuten. Dann werden wir in der nächsten Folge nochmal Holz und Kisten bauen. Und dann schauen wir mal. Wir danken dir da draußen auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und mach's gut. Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao. Tschüss.